Guten Morgen, was geht ab? Herzlich willkommen hier vom Miramar. Ja, es ist mal wieder Zeit. Die Off-Season ist am Start. Es werden ein paar Schwimmbäder besucht. Ursprünglich war eigentlich der Plan, heute vor dem Aquamagis zu stehen. Dann, nachdem ich aber nochmal die Seite besucht habe, um nach Öffnungszeiten, nach Preisen zu gucken, ist mir aufgefallen, aktuelle Informationen, Energiemaßnahmen, Sparen und so. Bin da mal draufgegangen, Öffnungszeiten der Rutschen. Ja, tatsächlich, es sind 3 Rutschen geschlossen. Aqua Canyon, Crazy Surfer, also die Stehrutsche im Außenbereich und Stormforce. Genau, die 3 Rutschen haben geschlossen und da habe ich gesagt, ey, bevor ich da jetzt hinfahre, mir fehlen die 3 Aufnahmen, ich kann nicht meine Meinung im Vlog sagen, weil ich hier nicht gerutscht bin, verschiebe ich das, weil ich hätte eh nochmal hingemusst und demnach stehe ich heute hier vor Miramar. Nach Miramar geht es für mich und meinem Gast, der dabei ist, den ich euch gleich noch zeigen werde, ab nach Köln in ein wunderschönes Hotel und morgen starten wir dann noch das Aqualand Köln. Geil, wieder 2 Erlebnisbäder, ich werde beides hier in das Video packen, werde die dann wahrscheinlich auch nochmal einzeln hochladen, ein bisschen längere Version, extended dann, hier ein bisschen abgekürzter. Ja, und wen habe ich dabei? Meinen unfassbar aufregenden, sympathischen, langen nicht gesehenen und unfassbar lustigen Cousin, den Fabian! Hallo. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt gar keine Zeit mehr, sondern starten mal direkt ins Vergnügen in unsere 2 Tage Erlebnisbad Spaß. Ich habe natürlich eine Genehmigung bekommen, im Aqualand Köln auch. Dementsprechend sage ich schon mal vielen Dank an die beiden Schwimmbäder. Wir sind jetzt hier nochmal drum rumgelaufen, haben uns die Rutschen mal genauer angeguckt, habe nochmal ein paar Aufnahmen gemacht, die ihr jetzt natürlich hier reingeschnitten bekommt. Und wir gehen jetzt rein. So, wir sind drinnen, wir kommen gerade vom Abduschen, checken jetzt erstmal in den Außenbereich ab, weil mein Cousin ihn gar nicht kennt. Er dachte nur für die Leute, die auch Therme dazu gebucht haben, gibt es einen Außenbereich. Und dann gibt es dicke, fette Rutschen-Action an Tag 1. Geil, Mann. Wir werden von kleiner groß starten, erstmal die kleinen Kinder rutschen und werden uns dann immer weiter nach oben arbeiten. Wir machen also nicht Rutschenturm für Rutschenturm, sondern ja, arbeiten uns wirklich von unten nach oben die Rutschen entlang. Und da nehmen wir euch natürlich mit. Dementsprechend würde ich sagen, viel Spaß. Ich werde dich wegpixeln. So, eben direkt mal eine Diskussion mit dem Bademeister gehabt, wegen Film, obwohl ich eine Genehmigung habe. Jetzt muss ich das Ganze ein bisschen bedeckter halten, kürzer halten. Kann überwiegend nur die Rutsche filmen, darf hier im Bad nichts filmen. Ja, muss mal aufpassen, wie ich jetzt hier mal meine Meinung in die Kamera sage. Ja, ich mach's Beste draus, schauen wir mal.
So, wir sind jetzt bisher einmal schon den blauen Wahlreichstag aufgerutscht, wenn sich der Name nicht geändert hat. Was aber auch komisch ist, dass die Rutsche blaue Wahlreichs, aber gelb ist. Dann daneben auch die Piratenrutsche. Das ist so eine kleine Typ-Slide, halt, die dunkel ist, mit einem LED-Licht oben an der Decke. Ja, ist halt kurz, ein gutes Stück nach unten, aber baut gute Geschwindigkeiten auf. Ja, und der blaue Wal ist halt eine typische Wellenrutsche mit einer Welle. Ja, und jetzt geht's in den ersten richtigen Rutschenturm. Ach nee, die Krokodilrutsche, der handelt sich wieder auch noch gerutscht. Bei der muss ich sagen, die Kurven sind so steil, wenn man da zu schnell rutscht, wird man einmal vorher gegen die Wand geschlagen, weil es so ein Zickzack ist, so eine S-Kurve. Und da habe ich mich einmal so fast so überschlagen. Jetzt gehen wir in den ersten Rutschenturm und rutschen die Rutsche Race. Nachdem die Röhre uns erstmal flach wird, wie breit diese runde Röhre danach wieder ist. So gefühlt kannst du in der Röhre stehen, so groß ist die. Aber irgendwie sind nicht die Rutschen, die komplett breit bleiben, wie zum Beispiel der Aqua Canyon im Aqua Maris oder auch die Aquaconda im Aqualand, wo wir morgen sind, finde ich irgendwie besser, als wenn die nur so kurz breit wird und wieder zugeht. Und jetzt sind wir im anderen Rutschenturm und rutschen Typhoon. Ich finde diese Rutsche so geil, nachdem die umgebaut worden ist, ey, die hat so an Speed gewonnen und so steile Kurven, wo du richtig reingedrückt wirst, geil, einfach nur geil. Schon mal die beste Rutsche bisher hier, die wir jetzt gerutscht sind, aber die wird selbst auf jeden Fall noch getoppt. Die haben da irgendwas im Dicht auf den Boden geklebt oder dran geschmiert, wodurch man jetzt viel besser gleitet und auch ein, zwei Runden mehr macht. Wenn ich bedenke, sonst früher bist du ja maximal zwei Runden und in der dritten bist du schon ins Loch. Ich glaube, du bist jetzt vier Runden oder so, gell? Locker, ja. Junge, also top, richtig gut. Halbe Stunde im Außenbereich schon mal kurz entspannt wie Rentner. Und jetzt holen wir uns noch die zwei fehlenden Rutschen ab. Hurricane Loop und Blizzard, genau. Twister macht erst in einer Stunde 15 Minuten auf. Eigentlich wollten wir warten, sind deswegen extra ein bisschen spät auf hierher gegangen. War eigentlich schon gut, konnte ein bisschen länger schlafen.
aber sind halt dementsprechend auch später in Köln. So, da Piranha aber eh zu hat und ich eh noch mal hierher muss, um die Rutsche nachzureichen. Brauche ich jetzt auch nicht zwanghaft über eine Stunde noch auf Twister warten, sondern fahre lieber früher los, entkomme dem Berufsverkehr bei Köln und bin früher in Köln im Hotel, wir können ein bisschen was trinken, oder? Oder? Jawohl. Ja, von daher, was denn? Mach weiter. Ja, von daher, wir holen uns jetzt noch zwei fehlende Rutschen ab. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon durch, ziehen ab nach Köln, trinken ein wenig was und dann geht's morgen ins Aqualand Köln. Wenn ich dann hier bin und die Rutschen euch nochmal nachreiche, werde ich schon mal einen ausführlicheren Vlog drehen, nochmal schön ein bisschen länger, je nachdem, wie ich natürlich hier drinnen filmen darf. Ja, und lade es dann als Einzelvlog hoch. Das heißt, dieses Video jetzt hier von Miramar wird nicht als Einzelvlog online kommen, sondern nur hier im Aqualand Köln Video mit drinnen sein, weil es eher jetzt ein kurzer Trip war, ein kurzer Besuch. Dadurch, dass ich jetzt hier aufpassen muss wegen dem Film und zwei Rutschen geschlossen haben. Ja. Aber wird dann nochmal einzeln nachgetragen und demnach würde ich euch sagen, viel Spaß noch bei den zwei vielen Rutschen und dann sehen wir uns am Auto wieder. 3, 2, 1, 0. So, das war's. Wir sind draußen, wir haben uns umgezogen. Und was mir einfällt, ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, was ich zu Blizzard und Hurricane zu sagen habe. Hurricane Loop. Hurricane Loop, was ich nur irgendwie komisch finde, ist, dass es eine Doppel-Looping-Rutsche ist. Aber wenn man sich den zweiten Looping von außen anguckt, der ist ja fast schon komplett am Liegen, so auf dem Boden. Der hat ja schon fast gar keine richtige Steigung mehr, sag ich mal. Von daher verstehe ich den Begriff Doppel-Looping irgendwie nicht. So, den ersten, ja, kann man von mir aus Looping nennen, aber der zweite, das ist ja 2 Meter über dem Boden gefühlt. Ja, aber macht Spaß auf jeden Fall. Das Einzige, was ich sehr, sehr störend finde, sind die Wasserdüsen. Diesen Sprühnebel, die komplette Rutsche lang von oben runter sprühen. Weil dadurch hast du nicht die Möglichkeit, die Augen ordentlich offen zu halten und die Rutsche zu genießen. Quasi musst du die ganze Zeit die Augen zu halten. Aber klar, im Endeffekt, es wird benötigt, weil da, wo die Rutsche hochgeht und am anderen Ende wieder runter, kann ja kein Wasser langlaufen. Das Wasser kann ja schlecht nach oben laufen. Und dementsprechend muss es befeuchtet werden und mit so Sprühnebel. Stört halt nur ein bisschen in den Augen. Ja, und Blizzard einfach geisteskrank. Junge, was ist das bitte für eine Speedrutsche, für eine Turborutsche? Da fährst du ja so nach unten und vor allem der Aufschlag ins Wasser. Ich bin locker 4 Meter über Wasser geslidet oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Auslaufbecken ist, aber ich würde jetzt mal so 3-4 Meter auf jeden Fall schätzen. Krass, ey, wirklich krass. Ja, Mann. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Wir stehen jetzt am Auto, schmeißen die Tasche in den Kofferraum und dann geht's ab nach Köln. Da melde ich mich dann wieder, wenn wir vom Hotel sind. Das müsstet ihr sogar schon kennen. Wer wirklich seit Anfang an dabei ist oder meinen alten Vlog damals von Aquamagies und vom Aqualand geguckt hat, erkennt das Hotel direkt wieder. Ja, haben wir direkt unser Abendessen nebenan. Und was will man mehr? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in Köln. Bleibt dran. Aber komplett neu, frisch aus dem Werk, mit Gravur. Ich würde nämlich jede Uhr für die Jungs gravieren lassen.
Junge, auch behindert hier. Wie soll man denn hier drankommen und normal langfahren? Junge, richtig behindert dieses Ding. Ich antworte das Ding. Ey, hör mal! Das musste ich wirklich schon nie machen. Wie geil der mir steht, das Parkticket wird produziert. Nur noch enger geht es nicht, ne? Ne. Hey Leute, wir sind da! Und da ist direkt unser Abendessen. Geil. Na, wer erkennt's wieder? Wer kennt den Vlog von vor 3 Jahren oder was? Oder wie lange der auch immer her ist? Bist du aufgeregt? Übelst. Hallo? Hallo. Ja, und das ist unser Hotel für heute Nacht. Und was natürlich nicht fehlen darf, ein Blick aus dem Fenster. Ja, das erkenne ich sehr gut wieder. Hier werden wir es uns jetzt gut gehen lassen. Werden erstmal richtig ankommen, Taschen auspacken. Jetzt, was heißt Taschen auspacken? Wir haben natürlich keine Klamotten dabei, wir sind eine Nacht hier. Ich habe Klamotten dabei, du. Ich auch, aber jetzt nicht so viel, dass man ausräumen müsste. Doch, ich habe ganz klar schon dabei. Ach, das ist der Umzugsunternehmen, der Freund geblitzt worden ist mit 140 durch die 100 Zone. Genau, das ist meine Firma, Digga. Ah, stark, stark, stark. Ja, ja. So, jetzt wird hier mal aufgebaut, dann haben wir noch einen schönen Abend zusammen. Hä? Hast du Bock, Fabian? Bist du bereit? Bist du die Nummer 14? So, jetzt wollten wir eigentlich direkt mal loslaufen, ein bisschen draußen Köln erkunden, mal zum Lidl gucken, ob wir da noch was finden. Aber wir haben uns entschlossen, wir kommen erstmal an, trinken erstmal ein Bierchen, aber auch wirklich nur eins. Allererstes mal Handy laden. Richtig. So, dann schreiben wir auch mal der Omi. Hallo Oma. Wissen Sie etwas darüber? Es ist ein rostiger alter Karo mit kaputten Rädern. Ich bin jetzt in Köln. Hier Fabian, guck. So hatte ich es im Auto und dann hat mein Jack halt da dagegen gedrückt. Ich hätte den aber auch einfach so nach unten klappen können. Kannst du was von dem Schaumann bieten? Oh ne, du. So, Prost. Cheers. Trinkst du auch noch eins, ja? Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Und nun stehen wir auch schon davor vom Aqualand hier in Köln. Und ich würde auch mal direkt sagen, wir gehen rein, weil es ist kalt und wir haben Bock zu rutschen, oder? Jawohl. Los geht's.
Ja, hier ist dann noch eine Bar, wo rundherum Stühle sind, die im Wasser, ja, selbstverständlich sind die im Wasser. Ja, man kann sie hier sogar sehr gut erkennen. Ja, und auf dem kann man sich hinsetzen und kann sich dann hier ein bisschen Alkohol bestellen. Doppelkorn mit Fanta, Junge. Und das Gute ist, wenn man hier so betrunken ist, dass man vom Hocker fällt, fällt man nicht mal hart. Ey, das sieht auf der Kamera so geil aus. Naja, es geht. Jawohl, Leute. Der Kaltwasser-Whirlpool hat offen. Da habe ich mich im letzten Vlog noch drüber geärgert, weil ich ja nicht so der Warmwassertyp bin. Und ich mich immer beschwert habe, warum Whirlpools so warm sind. Und jetzt das erste Mal im Leben gucke ich mal, wie kalt das Wasser in einem Kaltwasser-Whirlpool ist. Und ob man darin entspannen kann, ob das genau mein Ding ist oder ob es dann doch zu kalt ist. Ach du Nein, das ist zu kalt. Fürs Video, okay, ich bin dabei, wir sind ja Männer, hallo? Komm, wer weniger Mimik zeigt, du filmst mich dann. Schnell, schneller, schneller, runter, hinsetzen. Und wie ist es, Fabian? Ist cool? Angenehm. Willst du drin bleiben oder rauskommen? Dann film mich mal bitte. Ich geh nicht hier raus, Alter. So, mal gucken. Und wie ist es? Es ist ein Ort, wo man würde sich dran gewöhnen, aber es muss nicht sein. Was bin ich? Scheiß Wahl, Digga. Mach du mal. Oh, guck mal, wie schön das dampft, Leute. Und dann noch die Sonne dazu. Oh. Jetzt gehen wir mal dahin, weil da müssten noch Whirlpools sein. Aber dafür müssen wir rein, gell? Nice! Boah, doch, ganz schön frisch hier. Lass mich mal an dir vorbei. So, wir rennen wieder zurück. Das war Salzwasser. Und es ist so kalt draußen. Es ist nun soweit. Die Zeit ist gekommen, wir starten mit der Rutschen-Action. Anfangen werden wir mit Aquatennien, weil ich dick Bock drauf habe. Und danach habe ich zum Cousin gesagt, kann er die Reihenfolge bestimmen. Und mit dieser blauen rutschen wir jetzt. Ich hab so Bock, Fabian. Ja, mal gucken, wer da wen auseinander nimmt. Mann.
das letzte Mal jetzt eben bin ich auf den Bauch gerutscht. Was ich jetzt aber allerdings nachschlagen muss, damals war der White River, also der Aquacanyon hier im Aqualand Köln, der erste, den ich gerutscht bin. Demnach habe ich ihn übelst geil gefunden. Jetzt, nachdem ich schon die Erfahrung mit anderen in anderen Schwimmbädern gemacht habe, muss ich tatsächlich sagen, finde ich den hier nicht mehr den besten. Irgendwie fehlt mir tatsächlich das Zwischenbecken, so dass es die ganze Zeit endlos durchgeht. Und ich muss auch tatsächlich sagen, es gefällt mir, wenn es viel schneller ist, wie zum Beispiel in der Therme Erding. Das war schon doppelt so schnell, kann man sagen. Da bist du richtig schnell durch. Da bist du auf einmal so gegen die Wand, dass ich einen Überschlag gemacht habe, sogar zweimal. Könnt ihr euch gerne angucken. Schaltet gerne ein in den Therme Erding-Vlog. Habe ich übrigens auch Platz 1 beim Wettrutschen gewonnen. Müsst ihr unbedingt sehen, könnt ihr hier oben in der Ecke anklicken. Ja, und das wollte ich halt nur mal loswerden. Also Aquacanyon, doch nicht der beste Waldwürfer, den ich gerutscht bin. Irgendwie der in der Therme Erdings Fan geblieben, der macht richtig viel Spaß. Aber ist trotzdem auf jeden Fall geil. Sollte jetzt kein Schlechtreden sein, nur eine Klarstellung, dass es nicht mehr der beste ist. Und jetzt nächste Rutsche, Aquaracer. Ja, wir machen jetzt Wettrennen. 3, 2, 1, go! Ich bin schon unten! Oh, danke! Ich hatte 12,51, Fuseng hatte 13,01. Na, hör mal! Das macht man nicht! Drei, zwei, eins, go! Gefällt mir richtig gut, der Aquaracer. Einziges, was ich dazu zu sagen habe, ich finde es irgendwie sinnfrei, eine Wettkampfrutsche, wo man zu zweit nebeneinander rutscht, aber die Wand in der Mitte ist so hoch, dass man sich quasi nicht mal sieht. So zum Beispiel die Piranha Miramar, die wir ja gestern leider nicht rutschen konnten, da ist die Wand nur gefühlt halb so hoch oder zumindest mal ein Drittel weniger hoch und das bringt auch wenigstens richtig was. Klar, du hast hier eine Zeitangabe, kannst dich trotzdem freuen, kannst trotzdem einen Wettkampf machen, aber irgendwie fehlt es, dass man sich während dem Rutschen sieht. Ja, und einmal, wo Fabian direkt neben mir um die Kurve ist, hat er das Wasser rüber geschwappt, voll in mein Gesicht. Da habe ich eine gute Portion Wasser geschluckt. Weil das Wasser so hoch ist. Boah, aber kritisch! Kritisch! Wir haben schon Angst gehabt, der schafft es nicht, uns hochzuflippen zu zweit. Aber es geht fit. Boah, ja! Junge! Hey, zu zweit, was ein Speed! Wir rutschen voll die Kurve hoch! Boah, ja! Junge, was war das? Ey, Traum! Ich werde jetzt noch zweimal rutschen, werde nochmal Aufnahmen mitbringen. Währenddem ist Fabian im Becken sein Leben am Chillen. Ja, Mann. Jetzt werde ich einmal rückwärts rutschen, noch so ein Video mitbringen und dann nochmal einmal mit drehen. Jawohl, so machen wir das. Thank you.
So, Aqua Canyon bin ich jetzt auch fünfmal, glaube ich, gerutscht. Einmal mit Doppelreifen Fabian zusammen, einmal vorwärts, einmal rückwärts. Dann nochmal, keine Ahnung, einmal mit Drehen, was weiß ich. Richtig geil. Geile Rutsche. Auch so eine, wo man wieder hochgespritzt wird, quasi ein Master Blaster. Ich weiß nicht, ob Master Blaster ein bestimmtes Modell von einer bestimmten Firma ist oder ob es generell die Bezeichnung für so Rutschen ist, wo man hochgespritzt wird. Aber geil, macht richtig Spaß. Ja, vor allem wie man in den Kurven schön so richtig nach oben schwingt. Gerade im Zweierreifen, wenn man gutes Gewicht drauf hat, Junge. Weil wir halt einmal so hoch waren und so schief, dass wir fast so runtergefallen sind. Aber wir konnten uns irgendwie zu zweit mit unserer Balance noch retten. Glück gehabt, sonst wären wir genau auf diese Wasserdüsen gekommen. Und das habe ich schon damals gesagt, ist auf der Haut bestimmt nicht angenehm. Weil die kommen dann mit guter Geschwindigkeit raus. Ja, geile Rutsche auf jeden Fall. Jetzt entspannen wir nochmal kurz hier im Außenbereich. Genießen die Frischluft am Kopf. Und dann geht's weiter mit den restlichen Rutschen. Da warten ja noch ein paar auf uns. Haben wir bisher nur drei gemacht. Ja, drei. Den Canyon. Gracer und Conda. Fehlen da noch drei, oder was? Hä? Wie viele fehlen da noch? Jetzt fehlt noch Red Star, Trichter, Boomerang. Und Looping. Vier. Ja. Ich rutsche jetzt nochmal die Aqua Racer, bringe nochmal ein paar Aufnahmen mit, während Fabian sein Lebensschild 2.0. Und was ich jetzt hier nochmal zum Aqualine Köln sagen wollte, habe ich auch, glaube ich, damals schon erwähnt. Ich finde es richtig geil, dass es hier nicht so einen Standard-Haupt-Treppenturm gibt, wo man nur am Treppenlaufen ist, sondern dass es hier alles so verschnörkelt ist. Hier ist mal eine, da ist mal eine, da teilt es wieder auf. Und dann auch immer teilweise nur so. Ja, wie man es hier sieht. Ein paar Treppen, dann wieder eine Flachstelle, ein paar Treppen, Flachstelle. Und dadurch ist es nicht so extrem anstrengend, wie die Treppen zu laufen. Klar, wenn man so wie ich jetzt mal in die Kamera geht beim Treppenlaufen, ist es natürlich anstrengend. Aber ansonsten ist sie easy machbar. Nicht so anstrengend wie sonst überall. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass man immer E-Mails schreibt an die Schwimmbäder, ob man filmen darf. Ja, dass man natürlich auch Leute zensiert und natürlich jetzt hier auf die Privatsphäre der anderen Gäste achtet. Ja, ja, kein Problem, ich will filmen. Aber bitte zeigt keine anderen Gäste. Keine Sorge. Diskussion bei irgendeinem Mitarbeiter sein Bild durchsetzen will und irgendwie denkt, er wäre hier der Babo. Im Leben schon mal das Gleiche. Aber nicht mit mir. Ich diskutiere. Ja, man, die wieder viel zu kleinen Reifen. Junge, guckt euch mal an, wie klein das Loch ist. Nicht mehr normal. Ja, jetzt rutschen wir hier den Boomerang. Hey, Junge, ich bin bis hierher geslidet. Ey, dieser Reifen ist wirklich so klein, ich sitze nicht mal in dem Loch drin, ich sitze nur drauf. Und Boomerang, ja, kurz, knackig, macht aber tatsächlich Spaß, weil bei dem kleinen Hügel, ey, da hat man wirklich Airtime. Da hebt man tatsächlich ein bisschen ab vom Sitz. Geil. Und jetzt nochmal rückwärts. Tatsache, ey. Boomerang macht tatsächlich mega Spaß, muss ich sagen. Für so eine kurze, schnelle, ja, Rutsche hat man da wirklich sehr viel Spaß drauf. Ja, jetzt haben wir hier die Trichterrutsche und hier noch die Red Star. Wir fangen hier mit der Trichterrutsche an. Okay. Viel Spaß, bis gleich. Gleich. Ich hab daraus eine Speedrutsche gemacht.
Boah, wir sind jetzt die restlichen Rutschen gerutscht. Red Star, Typhoon, die Trichterrutsche und den Aqualooping. Typhoon, die Trichterrutsche, genauso wie ich es in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob ich es davor erwähnt habe, aber wirklich die schlechteste Trichterrutsche, die ich je gerutscht bin. Die Einfahrt in den Trichter ist irgendwie voll unsand, irgendwie komisch, macht keinen Spaß. Und auch im Trichter drin selber dreht man sich rauf. Wenn es hochkommt, tut man da zwei Runden rutschen. Und bei der dritten bleibt man immer stecken und muss sich nach vorne rücken. Red Star ist der Illusionseffekt kaputt, also zumindest die Ecke vom Bildschirm ist abgebrochen oder geht nicht. Aber ich habe aus der Rutsche eine Speedrutsche gemacht. Junge, was bin ich da lang gefetzt? Wie schnell ist die bitte mit den drei Punkten erstickt? Genau. Und jetzt? Oh! Jetzt natürlich. Nein, die nächste. Oder hier wieder. So, wir sind fertig. Aber nicht nur mit dem Aqualand, sondern auch vollkommen mit den Nerven. Ich bin fix und fertig. Wir haben uns jetzt gerade bestimmt noch mal 1,5 Stunden in der Sauna einfach richtig gut gelassen, Zeit genossen, Ruhe genossen. Das war mein erstes Mal Sauna. Wir hatten auf Coupon einen Gutschein, stimmt, habe ich ja schon erzählt, wo Sauna mit dabei ist. Dementsprechend wollte ich es mal testen. Ey, kann man safe machen, auf jeden Fall. Also wer bisher immer dachte, Sauna ist nichts für einen, es aber noch nie ausprobiert hat, sondern nur vom Sommerwetter ausgeht, probiert Sauna mal aus, wirklich. Weil es ist ja nicht wie so im Sommer, du bist gefangen in der Hitze, sondern du bist drin, genießt und wenn es zu voll ist, gehst du raus. Also ohne Scheiß, hat mich gecatcht. Kann man auf jeden Fall öfters mal starten. Ja, ansonsten, wir haben auch richtig viel Hunger, der Bauch krampft schon. Heute Morgen um 9. Nee, sogar vorne, doch, 9.10 Uhr etwa. Um 8.06 Uhr, 7.30 Uhr haben wir gegessen. Jetzt haben wir 3:45 Uhr nichts gegessen seitdem. Der Bauch ist richtig am Krampf, wir fahren jetzt direkt los. Ja, ansonsten, ich danke euch fürs Zusehen. Ganz kurz, was ich noch zum Aqualand Köln sagen will. Richtig geiles Schwimmbad, hat mir richtig gefallen. Kann jetzt auch an der Sauna liegen, dass es ein neues Erlebnis für mich war und dass ich jetzt hier so reingebrannt hat und ich deswegen noch mehr mit besseren Gefühlen hier rausgehe. Aber auf jeden Fall die beste Rutsche hier, definitiv Red Star, weil fetzt gut ab und danach kommt direkt Aquaconda mit den Aufwärtspassagen. Bei dir ist genau andersrum. Bei dir ist andersrum? Bei mir ist genau andersrum. Ja, ich finde Red Star ist hier die beste, weil bin ich da nochmal gerutscht, während Fabian Päuschen gemacht hat und bin ich in Dreipunkt-Technik gerutscht. So rutsche ich eigentlich jede Rutsche prinzipiell und ey, hat mich gecatcht. Geiles Ding. Alles klar. Hast du noch was zu sagen? Meine Empfehlung, Aqua Canyon auf dem Bauch. Probiert das aus. Das ist eine ganz andere Liga, ich schwör's dir. Ja. Meine Favoriten ist die Aquaconda, dann die Red Star und dann Aqua Canyon. Die Trichterrutsche könnt ihr komplett. Geht da am besten. Genau. Aqua Canyon, zum Thema auf dem Bauch liegen, gerne auch rückwärts mit dem Gesicht zu den Leuten, die noch anstehen, weil dann kommen die Kurven richtig unerwartet und ihr werdet da hin und her geschleudert. Wenn ihr dann noch die Hände so ausstreckt und einfach so auf dem Bauch liegt, ey, dann seid ihr so am Hin- und Her-Bouncen, das ist so geil. Ja, ansonsten, ich danke euch fürs Zusehen. Jetzt nochmal schön mit dem Hintergrund hier. Ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dementsprechend, macht's gut. Ciao, ciao.